Ich finde es extrem wichtig. Also sowohl für uns auch, als glaube ich auch fürs Publikum. Die wollen einen erleben. Ja. Die wollen dieses Live-Erleben haben. Und das ist, bedeutet mir auch unendlich viel. Also ich bin wahnsinnig gerne auf der Bühne, muss ich wirklich sagen. Und ich liebe es, live aufzutreten und die Herzen der Menschen auch zu erreichen. Also jetzt sage ich mal unabhängig von der Kultur, die da stattfindet, aber das ist so mir so wichtig. Irgendwie mit dem, was ich tue, die Herzen der Menschen zu erreichen. Und wenn wir das erreichen auf der Bühne und dann unsere Texte, unsere Lieder, wie auch immer, die Kultur, die Kunst zu vermitteln, ist es einfach ideal. Also ich glaube, ich könnte es nicht gut aushalten, einfach nur in meinem stillen Kämmerlein, wobei das auch toll ist, also mich zurückzuziehen, entweder alleine oder auch mit Klaus Peter, das gemeinsam zu kreieren, das ist nochmal ein ganz, ganz anderer Vorgang, sage ich jetzt einfach mal so, oder Prozess. Und das ist auch schön, das ist auch toll. Aber dann fehlt natürlich auch die Resonanz. Also das heißt, was kommt denn von, kommt das überhaupt an, was ich hier entwickelt und fabriziert habe? Habe ich den richtigen Ton getroffen? Habe ich die Figuren entsprechend entwickelt? Komme ich mit der Geschichte, die ich entwickelt habe oder mit meinem Lied überhaupt rüber? Und diese Resonanz ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist es natürlich auch ein wunderbares, erfüllendes Gefühl, wenn ich spüre, das kommt an. Ob das jetzt für Kinder ist oder ob das jetzt für Erwachsene ist, das spielt jetzt erstmal gar keine Rolle, aber das ist schon wunderbar. Man muss natürlich auch sehen, häufig beginnen Gespräche mit Fans, wenn sie sich ein Autogramm holen oder so, damit, dass sie sagen, ich habe alle ihre Romane gelesen. Das heißt ja, dass jemand zehntausende Seiten, das hat ja sehr viel Lebenszeit damit verbracht hat. Manchmal erzählen Menschen, was das für sie bedeutet. Also sagen, ich hatte meine Krebstherapie, hier ist es mir in den Arm gelaufen, ja, und ich habe ja dann die Romane gelesen dabei, das hat mir darüber hinweggeholfen. Ja, wir hatten auch, da fällt mir gerade ein, weil du sagst, Krebspatientin, wir hatten einmal, ich weiß nicht mehr, wo es war, ich glaube in Schortens, kam eine Frau rein mit ihrem Chemobeutel. Ja. Also die wollte unbedingt in der Lesung dabei sein. Sie hat gesagt, ich habe mich jetzt ausgeklinkt aus der Klinik oder was, und ist dann mit ihrem Beutel in die Lesung gekommen, um das zu erleben. Und das fasst mich total an. Also sowas, wo ich denke, meine Güte, wie wichtig ist das auch den Menschen, das zu erleben, Klaus Peter zu erleben und dieses, das vielleicht auch uns gemeinsam zu erleben, wie wichtig das den Menschen manchmal ist. Und ich war total berührt. Also ich fand es toll. Warum ist uns das so wichtig? Also es gibt ja über den Erfolg hinaus eben auch noch ein menschliches, soziales Engagement. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Also da, auch da habe ich das Gefühl, was geben zu wollen. Mit meiner Position oder mit unserer Position, auch so in dieser Öffentlichkeit zu stehen, auch etwas zu repräsentieren, auch zu sagen, das ist uns wichtig, das ist auch für die Welt wichtig, das ist für die Menschen wichtig. Und deswegen, als wir angefragt wurden, ob wir Schule ohne Rassismus, ob wir die Patenschaft übernehmen, war für mich ganz klar, ich mache das sofort. Das ist einfach wichtig. Ich finde, wir haben als Künstlerinnen und Künstler auch einen gewissen Auftrag. Und das empfinde ich auch eine gewisse Verantwortung, eine gesellschaftliche Verantwortung. Und mir ist es sehr wichtig, gerade auch der Bereich Rassismus, der ja leider immer noch ein Riesenthema ist, das Ausgrenzung, Rassismus, das ist ja ein Dauerthema, sage ich mal. Und ich finde, man kann gar nicht genug sich engagieren. Und ich finde, als Künstlerin oder als Künstler finde ich das total wichtig, das dann auch nach außen hin zu zeigen. Und deswegen habe ich die Patenschaft auch mit dieser Schule gegen Rassismus hier im Norden sehr, sehr gerne angenommen. Und auch die Hospizarbeit, die ist auch sehr, sehr wichtig. Also wertvolles Leben bis zum Schluss, heißt es ja auch immer. Wir alle kommen irgendwann mal in die Lage, dass wir vielleicht, ja, wir leben ja alle nicht ewig, und dass wir uns alle wünschen, so gut es geht und an, ja, mit einer wertvollen Umgebung diese Welt zu verlassen, sage ich jetzt einfach so ein bisschen philosophisch ausgedrückt. Und das ist enorm wichtig. Und gerade das Thema Tod ist ja auch in der Gesellschaft immer so ein bisschen, verständlicherweise auch so ein bisschen schwierig oder tabuisiert. Und da, als Klaus Peter wird es dann auch gleich nochmal erzählen, als er angefragt wurde in Jever für einen Fan eine Lesung zu machen, der in der Hospiz war, hat er mich gefragt, sag mal,
wir haben beide Berührungsängste einfach gehabt, selber. Also wir wussten nie, wir haben nie ein Hospiz von innen gesehen. Und das Thema Leben und Tod hat mich persönlich schon immer interessiert, so, also persönlich sehr, sehr interessiert. Und ich hatte gleich so den Impuls, Mensch, mach das. Ich habe gesagt, Klaus-Peter, ich finde das total wichtig. Und er sagte dann, ich bin aber unsicher. Und ich weiß nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Was lese ich denn da vor? Ich bin Kriminalschriftsteller, da geht es um Tod. Und dann möchte dieser Fan, dass ich daraus vorlese. Und also es waren so Themen auf einmal auf dem Tisch, die plötzlich ganz sensibel betrachtet und diskutiert wurden. Und dann habe ich gesagt, ich begleite dich. Ich fahre da mit, ich nehme meine Gitarre mit. Ich habe keine Ahnung, was ich da singe, aber das war so ein wertvoller Moment, auch im Hospiz die Erfahrung zu machen, Menschen auch da in dieser letzten Lebensphase auf dem letzten Schritt zu begleiten und auch ein Stück weit glücklich zu machen. Und das fand ich großartig und das hat einen Wert in sich. Das ist jenseits von Geld, jenseits von Erfolg, sondern das ist ein rein menschlicher und gesellschaftlicher Aspekt, den ich persönlich total wichtig und wertvoll finde. Ja, das war schon ein merkwürdiger Tag auch. Also das war ein Montag, da habe ich gerade einen Anruf bekommen, dass der neue Roman im Spiegel auf Platz 1 einstieg. Und das ist dann ein Tag, da explodiert die Welt. Dann rufen alle Leute an und da passiert ganz viel. Der zweite Anruf kam aus dem Hospiz in Jever und die haben gesagt, hier ist ein Fan von Ihnen und sein letzter Wunsch ist, Sie kennenzulernen. Und der hatte eigentlich gehofft, noch zu leben, bis er eine Lesung hier erleben kann und so. Und der hofft darauf, dass er den neuen Roman noch mitkriegt und sowas. Also boah, das fasst einen ja an. So. Und beim Hospiz kann man ja dann nicht sagen, wie bei der sonstigen Tournee, ja, wir kommen nächstes Jahr, sondern dann geht das schnell. Und ich habe sofort Bettina gefragt und gesagt, du, ich habe Schiss, ich war noch nie im Leben in einem Hospiz. Ich habe mir das als dunklen Ort zum Sterben vorgestellt. Und zum Glück hat sie sofort gesagt, komm, ich nehme meine Gitarre, lass uns hinfahren. Das haben wir gemacht. Und dann haben wir das ganz anders erlebt, als es in unserer Vorstellung war. Mhm. Das ist die Klischee-Vorstellung ist eine andere als die Realität. Es war als Autor auch eine gute Erfahrung. Die haben dann schnell Mitarbeiter eingeladen. Hospize leben ja im Grunde von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Und auch noch so viele andere Gäste. Bettina hat Lieder gesungen. Ich habe was vorgelesen aus den Krimis. Und danach waren wir mit dem Fan dann alleine in seinem Zimmer. Und da war so ein Moment, wo ich verstanden habe, was Hospizarbeit bedeutet. Dort stand ein Sektkübel. Ja. Und daraus guckte eine Flasche Champagner. Großartig, fand ich. Und ich bin dann da raus und habe zu einem der Mitarbeiter gesagt, sag mal, ey, der kann doch nicht sein. Säuft der da abends Sekt oder was ist hier eigentlich los? Und da fing er an zu lachen und hat gesagt, Herr Wolf, wenn Sie Ihre letzten Tage hätten, würden Sie dann gerne auf eine Urinflasche gucken oder auf einen Sektkübel? Und da habe ich was kapiert. Und es hat danach noch ein zweites Treffen gegeben. Da ging es um eine andere Person im Hospiz. Und als ich dort war, war auch gerade ihre Tochter da, die in der Schule gerade einen Aufsatz, ein Referat über ein Buch von mir schrieb. Da habe ich ihr noch ein bisschen bei geholfen und dann hat sie eine Eins gekriegt dafür. Ne? Und ich hatte mit der Tochter und der Mutter einen schönen Nachmittag. Da wird auch viel gelacht. Das ist nicht alles nur traurig und Dings, sondern. Und als dann die Anfrage kam von hier aus Norden, dort gab es einen Förderverein für den Bau eines stationären Hospiz. Wir hatten noch nichts, wir hatten noch nie mal ein Grundstück. Und dann haben die gesagt, wir brauchen ein Gesicht nach außen, dass wir das in die Öffentlichkeit tragen können und so. Und wollen Sie nicht Schirmherr für unser Hospiz werden? Das war sofort klar, ja, überhaupt keine Frage, natürlich. Und da sind wir dann auch an einige Stellen gestoßen, wo das nicht so leicht war, ein Grundstück zu kriegen. Ich habe mir das alles viel leichter, viel schneller vorgestellt, viel einfacher. Andere Hospize sagen jetzt, ihr seid da in 7-Meilen-Stiefeln durchgelaufen. Das dauert alles eigentlich ist viel schwieriger und dauert viel länger. Inzwischen sind wir stolz, ne? Der Laden steht. Mhm. Jetzt im Moment, während wir hier sitzen, werden gerade die Fliesen dran gemacht. Ne? Und
Wir haben dann zum Beispiel Kolumnen von mir zu einem Buch gemacht und das gab es nur für eine Spende ans Hospiz. Hat man dann das Buch konnte man nicht kaufen, sondern bekam es geschenkt für eine Spende. Fans haben ganz viel gemacht, Steine bemalt, ne? Und Socken gestrickt oder sie haben da Bettina und Klaus-Peter haben sie gestrickt sogar und so. Und das ist dann in Riesenstückzahlen weggegangen, immer für Spenden ans Hospiz. Alles, was es auch von mir so an Merchandising-Sachen gibt, wie Weinflaschen und all sowas, das geht immer alles, also die Gewinne davon, das geht immer alles ans Hospiz. Meistens sogar zu 100%, wie zum Beispiel bei den Büchern oder anderen Dingen. An einigen Orten steht dann immer so eine Sammelbüchse, ne? So bei Tenkate zum Beispiel in der Buchhandlung Lesezeichen. Es gab ja dann Golfbälle mit meinem dummen Gesicht drauf. Und da haben sie im Verlag sich schlapp gelacht drüber und gesagt, das macht ihr fürs Hospiz, Golfbälle mit deinem Gesicht drauf. Ja, und dann sagten sie, ja, Klaus-Peter, das wird einigen viel wert sein, dir mal so richtig eine reinhauen zu können. Ja, und es ist wirklich viel Geld zusammengekommen. Ich bin stolz drauf, dass das Hospiz zu einem Fanprojekt wurde. Krimi-Fans haben das zu ihrem Projekt gemacht. Das ist schön, dass sich dann auch wunderbar. Das überträgt ja. auf ja. die Leserschaft, ja. sage ich mal so. Diese Begeisterung und die das auch, sie spüren auch, dass das ehrlich gemeint ja, ist, glaube ich, und na, dass klar. es na, auch klar. das Geld auch wirklich ankommt und nicht irgendwo in dunkle Kanäle ja. abfließt, sondern dass es wirklich ankommt. Also man kennt das ja auch, dass ja. Menschen sagen, ja, weiß ich nicht, kommt mein Geld auch ja. an und das Wichtigste ist die Spendenquittung ja. oder so. Wir gehen über den Markt spazieren, Leute halten uns an, hier für ja. ihr Hospiz. Und darf ich die Geschichte erzählen? Ich weiß nicht, wann war das? Im April, glaube ich. Ich bin zum Briefkasten gelaufen. Das muss ich erzählen, das ist so eine schöne Geschichte. Und habe einen braunen Umschlag rausgeholt, da stand Herr Wolf drauf. Und ich fasste das so an und habe gedacht, was ist da drin? Irgendwie Prospekte? Und ich habe noch den Gedanken gehabt, so kurz, oh, da ist Geld drin? Habe ich gedacht, nee, kann ja nicht sein, da kann ja nicht einfach nur Geld drin sein. Und ich lege das auf den Tisch, Klaus-Peter macht das auf und da sind 10.000 Euro drin. Mit einem Brief. Mit einer Karte. Ich habe jetzt so einen Zettel. Ich hab das aufgehoben übrigens. Natürlich. als Dokument quasi. Und da stand dann drauf, so sinngemäß, lieber Herr Wolf, liebe Frau Göschel, das ist eine Spende fürs Hospiz. Ja. Also wir sind große Fans. Wir sind große Fans. Ne? Mhm. Und das ist eine Spende fürs Hospiz. Und ja, aber anonym. Also, und dann waren wir völlig platt. Und ich bin dann mit diesem Geld... Wie so in der Mafia, habe das dann so in meine Brusttasche rein, so in der Jackentasche. Ich bin dann, Klaus-Peter war unterwegs, ich bin dann mit dem Fahrrad, wie so ein Kurier, bin ich dann zur Bank gefahren. Ich war völlig aufgeregt, ich habe noch nie so viel Geld in der Tasche stecken und musste dann auch richtig nachweisen, wo es herkommt. Und ich wollte auch wissen, ist das Geld echt? Ja, ja. Oder nimmt uns da jemand hops? Oder ich weiß es nicht, irgendwie. Und es war total schön. Also da merkt man auch, wie viel Vertrauen da auch da ist. Ich meine, da kann ja sonst was passieren. Ja. 10.000 Euro hier in den Briefkasten zu stecken. Ja. Und ja. Die Menschen schon, vertrauen uns wirklich. Ist schon wirklich. Berührend ja. und sehr bewegend. Ja. Ja, jedes Hospiz in Deutschland ist auf Spenden angewiesen. Wenn alles ganz, ganz optimal läuft, kann man eine maximale Förderung und Finanzierung von 95% hinkriegen. Das ist aber das Größte der Gefühle. Man kann ja auch im Hospiz nicht sagen, ja, heute ist das Zimmer leer, morgen ist... Also es muss ja alles irgendwie weiterlaufen. Und ohne die große Mitarbeit der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wäre das sowieso alles gar nicht schaffbar. Das stimmt, ja. Und es ist natürlich auch anders, ob man jetzt im Krankenhaus arbeitet und in der Palliativstation und vielleicht eine Belegungsquote, dass man für 10, 11 Patienten zuständig ist. Und bei uns ist es 1:1. Das muss ja auch finanziert werden. Und wir werden natürlich immer weiter sammeln. Und wir haben auch dafür gesorgt, dass die Dinge nicht so sind, wie sie zu 100% refinanzierbar wären. Also zum Beispiel sind die Zimmer bei uns größer als normal, sind glaube ich 16,5 Quadratmeter, die das normalerweise hat.
bei uns natürlich wesentlich größer. Und es gibt dann auch einen schönen Raum mit einem offenen Kamin drin. Dann ist doch genau das Problem. Oma ist im Hospiz und wird 90, ja, da kann ich nicht beim Italiener eine Party geben, aber die Leute wollen doch trotzdem kommen. Und dann hat man da Platz für und kann dort auch eine Familienfeier ausrichten oder so. Es gibt eine kleine Bibliothek. Es sind wirklich Räume, die lebenswert sind, die auch die Würde für die Menschen bewahren. Genau. Und das muss immer weiter finanziert werden, natürlich. Jeder Cent zielt. Egal wie viel gespendet wird, das kommt immer an. Also die Anfragen, und wann geht's denn weiter? Wann geht's weiter? Wann kommt das neue Buch, das neue Krimibuch? Wann kommen die neuen Nordsee-Detektive und wann kommt der neue Puffy? Ja. Also auch meine Bilderbuchreihe, der Puffy, der kleine Drache, so ein kleiner Glücksdrache, der bei der Familie Engel lebt, im Rosenweg. Er frisst so gerne Rosen, deswegen haben wir so viele Rosen im Garten, damit er immer was, immer Nachschub bekommt. Ich merke einfach so, wie gut das beim Publikum ankommt und dass sie einfach mehr haben wollen. Und dass das auch funktioniert und auch meine Kinder lieben ihre Bücher und wann kommt der neue Krimi? Und das erreicht die Menschen. Also die sind so richtig, sage ich mal, die warten einfach drauf. Und deswegen geht es auch weiter. Also sowohl mit den Krimis als auch mit den Nordsee-Detektiven und auch mit meinen Bilderbüchern. Und ich schreibe auch noch das ein oder andere Lied.